So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblingsformat Let's Play WWE 2K15 Universe Mode. Vielleicht, man weiß nicht ganz. In der heutigen Episode steht eine weitere NXT-Ausgabe an. Wir starten mit einem simulierten Match, was wir kommentieren werden. Das heißt, ich und der... Entschuldigung. Ich sag es, ich. Und dann stelle ich meinen Gast vor, und zwar der gute Daniel. Hallo. Hallo. Du machst Videos auf YouTube, oder wie läuft das bei dir? Ich habe einen YouTube-Kanal und ich plane auf dem Wrestling-Themes hochzuladen. Ja, dann viel Spaß mit Urheberrecht und so, ne? Wünsche ich dir viel Erfolg mit. Ja, kannst du dir mal kurz vorstellen für Leute, die dich nicht kennen? Ja, ich heiße Daniel und komme aus Österreich. Ja. Und bin Wrestling-Fan seit 2009. Das ist schön. So, und jetzt stehen ein paar schöne NXT-Matches an. Die Community hat entschieden zwischen diesen beiden Rivalitätsmatches. Colin Cassidy, Kevin Owens mal wieder. Oder mal wieder Wesley Blake gegen CJ Parker. Zayn gegen Bo Dempsey gucken wir uns dann morgen an, wie ich das selber spiele. Erstmal in random Matches. Was meinst du? Gabriel gegen Aiden English. Wer holt sich dann den Sieg? Gabriel. Ich sag Aiden English und Aiden English gewinnt. A Triple Threat Match. Buddy Murphy, Jason Jordan, Enzo Amore. Da muss ich sagen, Enzo Amore. Würde ich mir auch wünschen, aber ich würde sagen, Buddy Murphy würde sich jeden siegen. Und du hast recht, okay? 1-1 steht es. Baron Corbin, Curtis Axel, ich sag Baron Corbin. Ebenfalls. Und das stimmt. 2-2. Und Triple Threat, Sin Cara gegen Adrian Neville und Simon Gotch, was meinst du? Simon Gotch. Ich sag Sin Cara. Und Sin Cara gewinnt und somit können wir einfach noch dieses Match auch noch simulieren. Foscon Anywhere, Wesley Blake gegen CJ Parker. Was meinst du? Ich bin für das Moonchild CJ Parker. Ah, Moonchild finde ich gut. Nehme ich nicht, sondern Wesley Blake, damit wir ein bisschen spannender halten können von den Tipps her und so. Und Wesley Blake gewinnt. Für 4-2 oder so? Weiß ich nicht. Gut, also Colin Cassidy mal wieder gegen Kevin Owens. Das gucken wir uns an. Und wir erinnern uns, das war ein sehr schönes Match, als wir das bei der vorletzten NXT-Ausgabe gesehen haben. Kannst du dich noch an dieses Match erinnern? Nicht wirklich. Auf jeden Fall, Kevin Owens ist mit Colin Cassidy in einer Fehde und das ging ja fulminant los. Erst war ja dieser Handshake und auf einmal gab es dann den Big Boot von Colin Cassidy, wie aus dem Nichts, und haben sie nur mit Special Moves und Nearfalls umhergeschmissen, und das war doch sehr ansinnig, das Match, würde ich einfach mal behaupten. Würde ich auch denken. Ja, und dann gucken wir mal, wie es heute laufen wird. Ladezeit wird ein bisschen länger, ich kenne das Ganze. Course und so, alles scheiße. Was will man machen, ne? Daniel, spielst du selber WWE 2K15? Ja, auf der PS3. Okay. Und bist du von den ganzen Videos, die du gesehen hast, jetzt eher davon abgeneigt, die PlayStation 4 extra für ein WWE-Spiel zu kaufen, wa? Ja, denn ich spiele großteil nur die WWE-Spiele. Ja. Yeah. Und da WWE 2K15 nicht sonderlich gut ist, würde ich mir auch keine PS4 dafür holen. Es geht direkt schon fulminant los. Back Suplex auf den Apron drauf. Nicht schlecht gemacht hier von Kevin. Das kennt man doch von Kevin Owens. Das kennt man, jawohl. Ja, kennt man ja sogar die Powerbomb auf den Apron, aber die gibt es ja leider nicht im Spiel. Ein bisschen allgemein Kevin Owens-Fan? Sicher. Sicher. Aber größerer Finn Balor-Fan. Ja, das ist natürlich schön, dass diese Paarung wird man dann auch demnächst dann sehen, ne? Dann. Dieses Mal bin ich so gespannt. Ja. Hast du schon Tapings-Ergebnisse durchgelesen von NXT? Nee. Wie bitte? Nee, habe ich noch nicht. Gut, ich auch nicht. Will ich auch nicht hören. Wer das macht, der wird sofort geblockt. Also wer da irgendwie was mir schreibt, was passiert bei NXT, der wird sofort geblockt. Da nehme ich leider keine Rücksicht drauf. Bin auf jeden Fall gespannt. Also Finn Balor natürlich neuer Number One Contender geworden bei NXT Rival. Hätte ich aber nicht wirklich gedacht. Hätte ich gedacht? Ich hatte, glaube ich, alle Matches richtig getippt, bis auf Main Event. Dort habe ich damit gerechnet, dass Sami Zayn verteidigt. Das hätte ich auch geglaubt. Und was meinst du, oder was hat es noch falsch getippt, so von deiner Herangehensweise bei NXT Rival? Also, das erste Match hat gewonnen Baron Corbin. Nee, warte mal. Das erste Match war Tyler Breeze gegen Hideo Itami. Achso, da habe ich auf Tyler Breeze getippt.
Nee, da hatte ich richtig, ja. Okay, dann war Baron Corbin gegen Bo Dempsey, ne? Da habe ich Baron Corbin getippt. Ja, da hatte ich auch getippt, ja. Dann, was kam danach? Kam dann schon. Dann kam Tag Teams, ne? Tag Team? Match, oder? Blake und Murphy. Blake und Murphy. Da habe ich auch gesagt, die verteidigen. Das war irgendwie, fand ich. Vor allem mit den News, dass Lucha Dragons jetzt auch in den Main-Shows kommen soll und der Kalisto mit seinem schwulen Haar-Gimmick oder was das war. Haar-Stylist-Gimmick, so war das, ne? Ja. Was kam danach? Dann kam Bella gegen Neville. Ein sehr ansehnliches Match, ne? Ja, hier. Und jetzt hier. Running Sand on hier. Von Owens! Schön von Kevin Owens. Haben wir wenn so eine Masse auf dich einpresst, ist das natürlich nicht so angenehm, würde ich einfach mal behaupten, oder? Yep. Ja. So. Das sieht dieses Match schon, finde ich, sehr einseitig aus. Ja. Ach so? Meinst du echt? Ja. Yeah. Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Aber wir können doch mal gucken, vielleicht endet das ja wieder, das erste Match zwischen den beiden ist ja, glaube ich, mit diesem Suplex-Hammer geendet von Colin Cassidy, ob das hier eh nicht enden wird. Was meinst du denn allgemein, wer dieses Match gewinnen wird? Also, wie ist denn dein Tipp? Ich denke Kevin Owens. Ich sag Colin Cassidy, bleibt hier dominant und zeigt nochmal irgendwie einen Suplex-Hammer zum Sieg. Aber da bin ich mal gespannt, wie das hier verlaufen wird. Ich meine, beim letzten Match, was wir gesehen hatten von den beiden, hat er sich ja relativ am Anfang den Vorteil verschaffen können. Direkt mit dem Big Boot, aber, ja, mal gucken. Erneut Running Santa. Okay. Running Santa und auf was wartet er denn jetzt hier, Daniel? Warte, ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich war gerade so in dieses Match vertieft. Ach so, natürlich. Gut, also, dann. Wunderschöner Konter von Colin Cassidy, der jetzt sich Kevin Owens packt, hebt den hoch und da ist der Big Boot, von dem ich gesprochen habe. Oh. Mal sehen, was das jetzt werden soll hier. Owens wieder am Start. Die ist aus dem Ring. Kommen Waffen zum Einsatz. Wie man kann sehen, ist ja ein normales Match. Genau, ist ein normales Match, ein ganz normales Singles Match. Das heißt, Waffen dürfen hier nicht zum Einsatz kommen. Erstmal muss Colin Cassidy wieder rinkommen, um hier eine Wortwiederholung anzubringen. Da kommt Colin Cassidy angelaufen. Der Forearm geht daneben. Stagger Pin jetzt hier vom großen Mann. Und eins, zwei. Nope. Cover. Double Leg von Nelson Pin. Two. Direkt wieder die Rana. Two und. Oh. Ganz knapp. Knapp war es hier von Colin Cassidy und Kevin Owens. Ein schöner Wechsel von Pin-Versuchen, muss man doch sagen, was? Ja. Vor allem für Männer ihrer Statur. Guck, da war gerade der Fuß festgebackt. Von Colin Cassidy. Ich habe jetzt hinterher. Zwei. Und das war's! Drei. Was? Colin Cassidy gewinnt hier gegen Kevin Owens. So, also, das war schon ein bisschen assi jetzt hier. Finish. Ich meine, die hätte da geendet, wäre ja nicht so schlimm gewesen nach dieser Pin-Sequenz. Ja. Wann jetzt die finale Aktion? Ein Kick auf den Bauch oder was? Gucken wir nochmal. War nicht. Leg Drop. Nein, Elbow Drop. Okay, Elbow Drop ist auch schön. Das hat dann zum Sieg gereicht, ja? Tatsache. Ja, ich sag hier einfach S-A-W-F-T. Soft. Und ja, der Handshake. Den hatten wir schon am Anfang des Matches bei gesehen. Jetzt gibt's aber keinen Handshake. Also am Anfang des Matches von der vorletzten NXT-Ausgabe. Und jetzt gibt's keinen Handshake mehr. Ja, ja. Kevin Owens. Kevin Owens, wie man ihn kennt. Ja. Also, das will man machen, ne? Das will man machen. Das war's dann auch schon mit dieser NXT-Ausgabe. Daniel, wie hat dir dieses Match gefallen im Allgemeinen? Sehr, sehr gut. Wie man es von NXT erwartet. Ja, alles klar. So, und ich stimme dir ja zu. Und morgen wird es mit einem noch schöneren Match weitergehen. Und zwar Sami Zayn gegen Bo Dempsey, was ich denn wieder spielen werde. Ein ganz normales One-on-One-Match auf Ultra-Speer. Ne? Und ja, ich bedanke mich bei dir, Daniel. Dein Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So haben wir das abgemacht, danke. Ne? Ja. Klar. Ja gut, also NXT, gucken wir uns nochmal die Rivalitäten an. Da sehen wir nochmal Sami Zayn gegen Adrian Neville, die aktuelle Fehde Owens gegen Colin Cassidy und CJ Parker gegen Wesley Blake. Mal sehen, was das alles wird. An dieser Stelle, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet, am Montag um 17 Uhr. Bis dann, euer Franz, eure Sockt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.
Tschüss.